So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Schon im Elternhaus damals gab es Schinkenhackröllchen, das war so ein tolles Gericht, das war immer so lecker. Das ist zwar so ein Beutelgericht, wo du halt aus einem Beutel so Soße machst und dann brauchst du noch irgendwelche anderen Dinge dazu, das sagen wieder welche, das ist doch gar nicht kochen, da muss man alles selber machen. Wer mit Beuteln kocht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich koche ja sonst gar nicht, weder mit Beuteln noch mit ohne Beuteln, und jetzt wollte ich euch mal was zeigen, was ein bisschen was mit Kochen zu tun hat, aber eigentlich auch nicht. Gefühlt ist es ja Backen, weil es im Ofen gemacht wird. Schinken, Hackröllchen mit Samyang, Bulldog, Cheese, Nudeln. Denn ich habe immer gern Schinken, Hackröllchen gegessen, egal in welchem Lebensabschnitt. Und dann habe ich die mit bis hierher genommen zu Pupsi und habe gesagt, guck mal da hier, hat die gesagt, das schmeckt so gut. Und irgendwann kam sie auf die Idee, das Ganze noch zu verfeinern und sich Samyang Bulldog Nudeln dazu zu machen. Ich habe jetzt hier was vorbereitet, das ist eine ganze Schüssel mit Zutaten. Und wer die Schinken-Hack-Röllchen gar nicht kennt, dem möchte ich die mal zeigen, wie die gemacht werden. Aber das ist jetzt erstmal meine Zutatenliste. So, dann schmeiße ich erstmal alles raus. Muss jetzt nacheinander alles einzeln angehen und euch direkt durch die Vorbereitung mitnehmen. Ihr habt nämlich eigentlich hier so eine Tüte Schinkenhackröllchen, wo halt draufsteht, ihr braucht noch 6 Scheiben Schinken, Hackfleisch, Schlagsahne und Käse. Erstmal nehmen wir unser Hackfleisch. Wir machen die Kamera jetzt ein Stück hier so runter. Da könnt ihr nämlich direkt jetzt hier in die Auflaufform gucken. Manche machen das jetzt extra auf den Teller, legen das hier rein, weil hier sollen die Schinkenhackröllchen rein. Ich mache das direkt in der Auflaufform. Das heißt, wir schmeißen uns erstmal das Gehackte hier rein. Dann nehmen wir Salz und Pfeffer. Ich habe jetzt hier so Jodsalz von Ja. Mach halt so ein bisschen Salz da drauf. Ungefähr so und so. Ich habe keine Ahnung, ich mache immer noch Gefühl. Dann nehmen wir hier Pfeffer. Das ist auch von, was ist das denn? Legusto, schwarzer Pfeffer von Legusto, kommt jetzt hier drauf. Ich glaube, vom Pfeffer können wir immer mal ein bisschen mehr nehmen. Nicht zu viel Salz, Pfeffer merkst du eh nicht, vor allem wenn er von Legusto ist. Ah, die schlägt jetzt hier die blutige, komische, ranzige Packung aus. Das müsst ihr jetzt erstmal rummachen. Das heißt, wir knödeln das jetzt zusammen, dass das ein bisschen schön durchgewürzt ist. Und ich versuche das dann auch ein bisschen zusammenzuschneiden. Glaube ich zumindest. Meistens bleibt sowieso auch Gehacktes übrig. Das esse ich dann einfach immer so, steck's mir in den Mund. Ja, manchmal esse ich auch eine Scheibe Toastbrot, knall da alles drauf, je nachdem, wie viel da ist. So, das macht er also schön rum, bis das alles irgendwie einheitlich aussieht, bis ihr den Pfeffer nicht mehr ganz so krass seht und der irgendwie sich vermischt hat und eingedrungen ist. Wahrscheinlich muss ich gar nichts schneiden, weil mir reicht es schon, dass der Haufen jetzt so fertig ist. Das ist das, was man eigentlich auf dem extra Papier macht. Und jetzt haben wir eine Packung Kochschinken. Den Kochschinken, da nimmt man eine Scheibe raus vom Kochschinken und dann nimmt man ein bisschen was von dem Gehackten und legt es in den Kochschinken. Das wird dann hier so ein bisschen reingedrückt und damit es eine Rolle wird, wird das dann zusammengerollt. Manche sagen, sie mögen das, wenn nicht so viel drin ist, damit sie nicht überladen sind. Andere sagen, da muss richtig viel Gehacktes rein. Das ist auch unterschiedlich, die Rollen werden unterschiedlich groß. Wir matschen das jetzt einfach mal zurecht, so nach freien Stücken. Rollen das jetzt hier zusammen und haben unser erstes Röllchen. So, das ist ein Schinken-Hack-Röllchen. Das legen wir uns mal ganz rechts hier an den Rand. Nehmen uns die nächste Scheibe. Machen das jetzt hier auch. Ihr müsst immer wieder irgendwie abschätzen, dass ihr nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel von dem Gehackten habt. Und macht das jetzt auch wieder einfach so. Presst das hier irgendwie rein. Roll das zahm wie eine Zigarre. Und baut euch jetzt hier 6 Hackröllchen nebeneinander. Wenn hier drin gar kein Platz mehr ist, dann kann man natürlich auch die Packung sich hernehmen, wo der Schinken drin ist. Kann auch in der Schinkenpackung das draufbauen und dann zusammenrollen. Das funktioniert genauso gut. So, ein bisschen an den Rand. Und ja, machen wir jetzt, bis wir 6 Stück haben.
So, die 6 Scheiben Schinken sind jetzt plötzlich 7 Scheiben Schinken gewesen. Das ist okay. Die letzten 2 hier sind richtig fett. Die kriegt dann eine fette, die anderen, da ist weniger drin. Und ich habe jetzt diesen Klumpen Gehacktes übrig. Den könnte man jetzt so nehmen und direkt essen. Oder, pass auf, ihr könntet auch ganz kleine Klöpschen machen und legt die halt hier am Rand noch ein bisschen aus. Die kann man dann auch zwischendurch naschen, wenn man möchte. Wir gucken mal, wie viel hingehen. Das ist das zweite. Dann haben wir hier gleich, ich mache 4 Stück. Wie sind wir denn? Wir sind 3 Leute. Das ist eh keiner. Wir machen mal 4 Klöpschen, die wir einfach hier am Rand verteilen. Und das essen wir jetzt einfach so. Ist ja richtig genial. Das einfach so zu essen. So, da haben wir die 4 Klöpschen, da haben wir die 7 Röllchen. Das ist dann für den Ofen. Adi, was machst du schon wieder? Müssen wir kurz hier rüberholen und Hände waschen. So, wir haben Hände gewaschen, damit wir jetzt die ganzen anderen Sachen anfassen können. Schieben das mal zur Seite. Haben jetzt hier 300 Milliliter Wasser vorbereitet. Das ist wirklich einfach nur Wasser. Da kommt jetzt ein bisschen Kochsahne rein, das ist halt Rama. Ich weiß nicht, wir haben immer nochmal Becher genommen, Schlagsahne, billig von K Classic. Pupsi, die lebt ja modern, die nimmt immer Rama Creme Fine. Das soll, glaube ich, 100 Milliliter sein, weil ich habe jetzt 2 Beutel, da brauche ich immer das Doppelte. Das heißt, wir füllen jetzt mal auf, bis wir hier bei 400 angelangt sind. So. 400. Nicht zu viel, sonst wird die Soße zu flüssig und das wird wie eine Suppe und das mag ich nicht. Das muss schon ein bisschen schön sahnig, cremig sein, was da rumfliegt. Jetzt habt ihr hier Kochsahne, Wassergemisch drin. Und natürlich kommen jetzt die Beutel dazu. Das heißt, wir reißen einen Beutel auf, kippen den Beutel jetzt einfach hier rein. Das Häufchen Elend obendrauf, genau, die Hälfte fliegt daneben. Der ganze Tisch ist voll, da freut sich der Specht. Oh. Junge, Junge, Junge. Dann haben wir den zweiten Beutel. Ihr kennt das ja, wie es ist. Frauen, die sagen immer, wie 50 Gramm Käse. Ich mache die ganze 200 Gramm Packung drauf. Wie ein Beutel. Ein Beutel Soße. Ich mache gleich 10 Beutel Soße drauf. Und was bleibt dann immer übrig? Die Soße. Was wird weggeschmissen? Die Soße. So, jetzt machen wir hier. Habe ich extra eine Gabel noch besorgt, damit wir jetzt diese Pampe hier ein bisschen rummachen können. Damit das halt dann sich ein bisschen, das löst sich ja nicht auf, es verteilt sich ja nicht, es wird dann einfach irgendwas. So, es riecht aber schon gut. Ich glaube, das kann man früh als Proteinshake auch zu sich nehmen. Trink das einfach mal, bisschen Kochsahne, bisschen Wasser, 2 Beutel Schinken, Hackröllchen, Gedöns. Das trinken, das ist eine Challenge für den It's Time for Challenge Kanal. Aber ja, ich denke eh, der lebt nicht mehr, sage ich immer wieder, wenn ich davon rede. Ich denke, der lebt nicht mehr. Vielleicht hat er zu viel Schinken-Hackröllchen gegessen. Irgendwann machst du ein Schinken-Hackröllchen zu viel und dann hast du auch nichts mehr zu lachen. Das kommt jetzt ganz altmodisch einfach hier drüber. Das sieht dann so aus, ihr kippt die Brühe einfach hier drauf. So, wird die Brühe gekippt. Ich sehe die Fleischklößchen, die versinken. Die Fleischklößchen versinken im Meer, die siehst du jetzt kaum noch. Die sind ganz leicht hier vorne, ganz leicht hier vorne. Kannst du noch die Fleischklößchen sehen? Und jetzt haben wir Käse. Zu viel Käse, nix gut. Jetzt haben wir 50 Gramm Käse eigentlich, hier sind aber 150 Gramm drin. Finello Gratin Käse. Ich weiß nicht mal, was das für eine Firma ist. Die Firma ist leider abgeschnitten. Ich habe so einen Beutel noch nie gesehen. Ich glaube, die mögen es aber mit viel Käse. Das heißt, wir knallen einfach jetzt mal den ganzen Käse hier drauf. Der Rest Käse wird nämlich sonst schlecht. Also muss der Käse komplett hier auf die Röllchen eigentlich verteilt werden. Nehmt das halt nochmal in die Hand. Guckt halt, wo ihr hinfasst, dass ihr nicht so in der Soße mit den Fingern rummacht oder macht auch einfach, was ihr wollt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Man kann ihn auch so ganz leicht streicheln. Das ist schön, streicheln den Käse über die Röllchen. Jetzt habe ich es alles wieder runtergekehrt. Verdammt nochmal, es war doch gerade so schön bedeckt.
Da ist Käse drauf, das kommt jetzt in den Backofen, das wird jetzt aufgebacken. Wenn das fertig ist, kommen aber dann noch unsere Samyang dazu. Die tue ich nämlich nicht mit hier rein, sonst wäre es ja schon fast ein Samyang-Auflauf. Sowas hebt man uns aber auf. Das heißt, das ab in den Ofen. So, die Schinkenhackröllchen sind jetzt fertig. So sieht das dann aus, wenn das frisch aus dem Ofen rauskommt. Wir können ja die Kamera mal in die Hand nehmen, können mal so drüber fahren, dass ihr seht, da spritzt das Fett rum, da bewegt sich noch was. Das hört jetzt langsam auf, eben war das richtig brutal. Da ist der Käse auch richtig heftig angebacken. Es ist ja im Backofen gewesen. Das müssen wir uns dann jetzt auf den Teller machen. Am besten zwei Hackröllchen auf den Teller. Dann die Samyang zubereiten und drüber. So, da bin ich nochmal zurück, denn ich habe ja gesagt, wir müssen noch die Nudeln machen. Wie ihr vielleicht hinter mir seht, es ist jetzt stockduster. Es hat den ganzen Tag gedauert. Ich hatte da noch so viel zu tun. Es hat sich überhaupt nicht ergeben. Jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe da. Die anderen haben alle schon gegessen. Ich habe mir jetzt den Rest von den Schinkenhackröllchen auf diesen Teller gemacht. Das sind drei Schinkenhackröllchen. Das sieht aber jetzt aus wie Erbrochenes. Das ist auch kalt, denn mit dem Teller habe ich es gar nicht in die Mikrowelle gekriegt, weil der Teller zu groß ist. Und ich habe das jetzt einfach so gelassen. Dann habe ich mir schon mal die Samyang Bulldog Cheese Nudeln, nur die Nudeln an sich, fertig gemacht. Kurz mit heißem Wasser übergossen. Die sind jetzt so, wie ich die gerne mag. Das müssen wir jetzt noch fertig machen, komplett. Das heißt, da muss noch die Soße drauf und alles. Das machen wir natürlich hier live für euch, dass ihr seht, da wird auch nicht geschummelt. Das sind also jetzt hier diese gelben Samyang Bulldog Cheese. Da habt ihr typisch also das Bulldog Soßentütchen, damit ihr seht, dass das auch die Soße ist, die bei Cheese dabei ist. Steht ja auch auf dem Tütchen nochmal Cheese drauf. Wir schneiden jetzt hier den Zipfel ab. So, Zipfel kommt weg. Nach dem abgeschnittenen Zipfel können wir die Samyang Bulldog Soße aus dem Cheese-Tütchen erstmal auf die Nudeln machen. Warum habe ich die jetzt in die Schüssel? Warum mache ich es so kompliziert? Das hat alles irgendwie so, naja, so den Vorzeigeffekt. Ja, das andere ist schon da. Adi, nein, der Adi wühlt an den Röllchen rum. Denn ich möchte das hier erst mit der Soße und dem Pulver richtig schön vermischen und richtig schön zusammen matschen. Und dann die fertigen Nudeln, die sauciert sind, über dann das andere drüber kippen. So, jetzt haben wir hier noch das Pulver, das Käsepulver. Reißen wir einfach in der Mitte auf, drehen wir wieder rum, schmeißen es hier drüber. Ich habe erst überlegt, ob ich Quattro Cheese nehme, aber ich habe jetzt schon die gelben angekündigt. Das ist das letzte gelbe Tütchen, da muss ich mir mal wieder was besorgen. Hier steht also auch nochmal Bulldog Cheese drauf, auch original. Haben das jetzt hier in der Schüssel, machen das jetzt hier mal ein bisschen rum, dass das Käsepulver mit der Soße und den Nudeln genau eine Portion ergibt. Normalerweise mache ich mir immer gleich zwei Packungen Samyang Bulldog Cheese mit einmal, wegen dem Aufwand und weil dann immer alles übelst dreckig und verschmiert ist. Das seht ihr jetzt auch an der Schüssel. Ich habe aber, wie gesagt, nur noch diese eine Cheese-Packung gehabt und ich wollte jetzt nicht wieder verschiedene Geschmäcker zusammen mischen. Ich wollte einfach nur den Samyang Bulldog Cheese-Geschmack an den Röllchen haben. Die Schüssel ist jetzt fertig mit den Nudeln. Die lasse ich hier in der Hand. Ich hole mir den rein. Das ist der Teller mit den Röllchen, was halt jetzt aussieht wie Erbrochenes. Und da kommen jetzt die Nudeln drauf, ungefähr so. Zack. Das sind die Samyang Bulldog Schießnudeln. Die haben nämlich eine Pistole, die können schießen. Das ist lustig, da muss ich erstmal lachen. Nee, ich musste doch nicht lachen, da habe ich wohl habe ich mich wieder selbst überschätzt. Das ist jetzt hier auf dem Haufen. Das lege ich jetzt hier so rüber. Und ich glaube, für das Thumbnail müssen wir das nochmal irgendwie so zeigen. Es braucht nämlich gar nicht mein Gesicht. Ich glaube, irgendwie ist es sogar lecker besser, wenn das Essen im Vordergrund steht. Falls das mit dem Essen und dem Gesicht aber irgendwie doch anders ist, macht man natürlich noch die Variante fürs Thumbnail, wo wir halt auch den Teller reinhalten und das Tütchen.
Ich glaube eigentlich, so reicht's doch. Der Teller ist doch so trotzdem im Vordergrund. Das würde also passen. Jetzt ist aber das Ding, die Röllchen sind ja lang. Ich muss also bei dem Röllchen, also das ist ja ein, so ist ein ganzes Röllchen eigentlich, da muss ich mir was abschneiden. Ich schneide mir jetzt hier vorne bei dem Röllchen einfach ein Stück ab. Dann könnt ihr hier so gucken. Jetzt fliegt der ganze Schinken außenrum. Die Katzen drehen auch schon wieder durch. Das fällt alles auseinander. Innen drin ist aber das Gehackte. Der Schinken ist drumherum, Käse ist drüber. Dann ist diese Soße aus dem Beutel da. Könnt ihr noch so ein Flatschen drauf machen. Und dann dazu jetzt die Nudeln probieren. Irgendwas ist jetzt auf jeden Fall scharf und fängt an zu brennen. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist das das Pfeffer, vielleicht habe ich zu viel Pfeffer an das Gehacktes, dass das jetzt erstmal präsent ist. Der Pupsi hat aber gesagt, man merkt gar nicht, dass das Gehackte überhaupt gewürzt ist. Kann also doch nicht das Gehackte sein. Es muss also jetzt von den Samyang-Nudeln kommen. Machen wir mal noch hier so ein Häufchen mit Röllchen und Nudeln. Ist okay, kann man essen. Hat mir letztens aber irgendwie besser geschmeckt. Vielleicht liegt es einfach nur dran, dass die Röllchen halt jetzt einfach kalt sind. Obwohl ich die sonst abends, wenn immer noch Reströllchen da sind in der Pfanne oder so, also in der Auflaufform, esse ich die eigentlich auch so mit einem Brötchen dazu. Mach die nicht extra nochmal richtig warm. Das hat bisher immer gepasst. Hier, das schmeckt jetzt irgendwie ein bisschen latschig. Von dem Gehackten her, von dem Schinken merke ich gerade gar nichts. Ich merke präsent halt jetzt die Samyang-Nudeln. Dann hast du störend dann den anderen Geschmack dazu. Aber, ich glaube, wenn ihr das warm esst, habt ihr einfach den Geschmack, den ich beim letzten Mal auch hatte. Denn da hat das gepasst, da hat man nicht gefilmt, da hat man einfach das gemacht. Man hat probiert, auch von Pupsis Teller, die sich das immer gleich zurecht macht. Wenn das noch heiß ist, wenn das noch scharf ist, wenn das noch richtig Geschmack hat. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, aber hab's mir wahrscheinlich selber verkackt. Und muss sagen, im direkten Vergleich haben mir die Fischstäbchen mit den Samyang-Nudeln auf jeden Fall besser geschmeckt, mehr gegeben. Das war runder, die Fischstäbchen waren ja auch kalt. Die Fischstäbchen waren kalt, die habe ich einfach daran. Du hast trotzdem da diese Panade gehabt, du hast diesen leicht fischigen Nachgeschmack gehabt. Das hat richtig gut funktioniert alles insgesamt. Hier fehlt mir jetzt was. Hier habe ich präsent die Nudeln und der Rest geht irgendwie unter. Also Fischstäbchen top, Schinkenhackröllchen okay, aber geht auf jeden Fall besser. Ich werde das jetzt trotzdem hier irgendwie essen, denn die Nudeln sind ja noch warm. Die haben wir noch ein bisschen gedampft. Und ansonsten, ja, kennt ihr Schinkenhackröllchen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr das auch schon mal mit Samyang-Nudeln probiert? Schreibt es rein und... Ich beobachte noch ein bisschen das Katzengeschehen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.